Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres City Skylines 2 Let's Plays. Was geht? Ja. Ich hab hier Pläne. Gott, ey, hier leuchtet es überall auf. Katastrophal. Naja, aber ich habe Pläne und zwar geht's um Öl. Ich hätte tatsächlich gerne Öl und das ist das Falsche. Hier wollte ich drauf. Hier gibt es Öl. Dementsprechend kaufen wir natürlich hier hinten erstmal das gesamte Eck. Und einfach so noch den hier. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns hier doch mal rein. Wir werden auf jeden Fall erst noch mal die Ansicht brauchen. So. Und dann setzen wir natürlich hier jetzt erst einmal einen Rundkurs. Ja, so. Und dann dahinter. Hier oben schön lang. Und dann einmal hier hinten um die Ecke. Bin gespannt, wie das letzten Endes aussehen wird. Das hier ist ja mal reinster Crap geworden. Dann wird das Stück hier mal abgerissen. Gehen mal hier ins Terraforming rein. Zack. Easy. So, das ist doch jetzt perfekt. Da können wir jetzt nämlich richtig schön Ölförderung einsetzen. Da noch eins. Da noch eine. Da noch eine Ladung und hier noch eine. Perfekt. So. Dann können wir das hier mal abwählen und dann wird das jetzt alles schön eingezäunt. Immer so weit, bis es nicht mehr überlappt. Dann wird schon schwerer. Achtung, wir schließen direkt hier an. Machen hier ein bisschen mehr. Zack. Ja, easy. So,
Jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine Straßenverbindung nach unten weg. Und dann füllen wir den Rest auf. Ja. Weil hier, die beschweren sich schon wegen Wasser und sonstigem Käse. Deswegen müssen wir hier jetzt mal... Hier so runter. Aus der Richtung geht easy, das heißt, wir brauchen hier einen Weg. Und hier eine Einbahnstraße. Und hier kein rechts abbiegen. Und hier kein rechts abbiegen. Wunderbar. Sehr schön. Dann ist das soweit alles verbunden. Dann können wir hier weitermachen. Easy, wa? Das sieht doch schon ganz nice aus. Ha. Hier gibt es eine Ecke, die ich außen vor lasse, aber okay. Es sind zwar ein paar Rohstoffe, die uns flöten gehen, aber ich meine. Gut. Lässt noch Platz für Expansion. Kann man auch so sehen. Nicht den hier. So. Ja, guck mal, da kommen schon die ersten Ölbohrtürme. Blum. Ist doch schon mal nicht schlecht. Das hier ja auch irgendwie rechtfertigen, dass es da ist. Und tatsächlich dann nur noch ein Bohrdingens mehr hingebaut, weil es hier unten Gebäude gibt. Fahrzeugfabrik zum Beispiel, die eine gewisse Anzahl an Ölbohrungsgebietszentralen brauchen. Und das hier sind diese Gebietszentralen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich einfach nochmal drei Stück irgendwie dahin kleb. Und die Felder ein bisschen kleiner mache. Hm. Könnte auf jeden Fall sinnvoll sein. Können wir mal auschecken, ob wir hier noch welche platzieren können. Ja, da zum Beispiel. Da zum Beispiel und hier. Perfekt, dann muss ich da jetzt halt irgendwie die Abbaufelder ein bisschen mehr einschränken, aber ist doch fein. Dadurch haben wir eine neue Fahrzeugproduktion in der Stadt. Das könnte uns natürlich gut reinspielen. Ach, wir sind schon komplett gerade. Okay. Dann die nächsten Felder. Wunderbar.
Machen wir dich mal noch hier hin. So. Und so. Dann der nächste. Easy. Chillig. Nächste. Das ist ja richtig spannend heute, ne? Ich bin aber auch ein bisschen kurz angebunden, habe ich so das Gefühl. Frag mich nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht beantworten. Vielleicht ein bisschen, weil meine Stimme immer so ein bisschen abrutscht und mir das irgendwie ultimativ auf den Keks geht. Und jetzt geht die Scheiße hier nicht. Ich glaube, ich kriege einen Krampf. Dann halt so. Dann gehen wir hier hin. Hier vorne hin. Und zack. Easy. Und jetzt das letzte. Und dann haben wir so ein richtig schönes, hässliches Ölabbaugebiet. So. Die Ecke. Wunderbar. Perfekt. Jetzt haben wir die Hälfte der Folge damit verbracht, hier dieses hässliche Eck hier zu bauen. Super. Aber in der Zwischenzeit ist der Schnee ein wenig zurückgegangen. Das finde ich doch tatsächlich super. Weil ich möchte nämlich hier in dieser Ecke ein neues Sporteck bauen, weil hier nämlich die ganzen Häuser mittlerweile verlassen sind. Das heißt, die Leute, die hier wohnen, finden es einfach nicht so geil in dem Eck, was ich verstehen kann, weil da gibt es eigentlich nur Wohngebäude und sonst gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann baue ich doch einen kleinen Sportpark. Der Sportpark soll auf jeden Fall hier so diesen Bereich ausfüllen. Es soll an diesem Sportpark auf jeden Fall geben. Einen Skatepark, einen Freiluft-Fitnesspark, einen Tennisplatz, einen Basketballplatz, vielleicht auch mehrere Basketballplätze und mehrere Tennisplätze. Das muss ich mal noch gucken, wie es platztechnisch ist. Einen Fußballplatz, ein American Football Field und auf jeden Fall Minimum ein Freibad. Und wir werden jetzt erstmal anfangen mit dem Fußballplatz, der hier direkt an der Ecke sein wird. Dann gibt es hier natürlich noch ein paar Gassen. Die müssen wir übrigens erstmal auf jeden Fall 90 Grad anordnen. Dann kommt hier als nächstes ein American Football Field hin. So. Dann hätte ich hier tatsächlich gerne zwei Freiluft-Fitnessparks nebeneinander und einen Skatepark. So, jetzt muss ich hier tatsächlich direkt anfangen mit dem Einebenen. Das hier ist eine Ebene. Und hier müssen wir dann auch ein bisschen gucken, wie wir das am geschicktesten machen.
Ich meine, wir haben jetzt diesen kompletten Bereich hier. Das nächste, was ich noch machen werde, ist eben hier auch auf diese Höhe runterdrücken. Jawohl, so. Jetzt wollen wir natürlich das alles noch ein bisschen von der Höhe anpassen. Das wird alles ein bisschen schön geklärt. Na, hier wird geklärt. So, bisschen mehr auslaufen lassen. Genau. So. Hier alles ein bisschen mehr ranziehen. So, dann muss ich hier hinten noch ein bisschen mehr reingehen. Weil das sonst auch alles problematisch ist. So. Und jetzt wird hier wieder schön glatt gemacht. So, sieht nämlich hier hinten der Übergang auch schon mal besser aus. Weil nämlich hier oben muss jetzt auf jeden Fall eine weitere Gasse entlang gehen. Die will ich da ziemlich auf dieser Höhe haben. Oh. So, und hier hinten ist nämlich das Ende. Die sollen auf jeden Fall zusammenlaufen. Und jetzt haben wir ja eine neue Höhe geschaffen, eine neue Ebene. Und hier hinten gibt es ja auch noch. Deswegen habe ich hier jetzt zum Beispiel die Wege freigelassen, weil ich hier hinten auch noch rein möchte. So, jetzt gehen wir nämlich da wieder raus und ziehen uns mal kurz rein, was wir noch haben. Hier haben wir jetzt zweimal Freiluft. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, hier gibt es noch so eine Art Tennisclub. Muss ich bis hier hinziehen und dann kann ich nämlich hier hinten auch noch einen hinmachen. Zack. Und schon haben wir hier so einen Tennisboy. Ne? Können wir mal noch gucken, ob wir vielleicht einen kleinen Parkplatz hier hinsetzen können. Nee, die sind zu groß. Hier könnten wir, wenn wir wieder so ein bisschen mehr eine Schlucht machen. Das heißt eine Schlucht, einen tieferen Hang. Wir können hier ja mal ein bisschen reinfräsen. So. Das Stückchen hier würde ich gerne entfernen. Und dann gucken wir hier mal. Ja, die sind halt schon relativ groß, ne? Ja, die sind alle zu groß. Also den hier könnte ich mir hier tatsächlich relativ gut vorstellen, aber dafür muss ich auf jeden Fall hinten noch eine Layer wegnehmen. Zu nah dürfen wir halt nicht ran. So. Jedes Mal drücke ich M. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Jetzt hier mal noch so ein bisschen und hier mal noch so ein bisschen. Und dann hier wieder rein. Zack. Dann ein bisschen mehr anpassen. So. Und jetzt hier brauchen wir auf jeden Fall eine S. Der Straße ziehen da hoch bis ungefähr hier, können dann da rein. So, wunderbar.
Und da das ja alles so ein bisschen Parkcharakter haben soll, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Und zwar erstmal ein paar Büsche pflanzen. So, weil auf der Seite passiert jetzt nichts mehr hier, auf der Seite passiert noch ein bisschen was und wir müssen auch noch Basketballfelder platzieren. Aber das hier ist schon mal so der erste Teil. Dann gibt es hier noch ein bisschen Wildblumenbusch. So, und jetzt hätte ich tatsächlich gerne, wo sind sie denn, die Eichen. Die müssen wir auf jeden Fall platzieren. Machen wir mal die Drop-Rate ein bisschen höher. Wir wollen hier ja schon gut dicht bewaldetes Eck haben. Dann, ich glaube in Europa sind wir da. Pappel, Birke. Genau, wir wollen auch noch ein paar Birken haben. Ja, passt. So, und jetzt gehen wir an den Endspurt für diesen Park. Dafür brauchen wir jetzt erstmal hier noch eine Gasse, die einfach straight geradeaus hier unten drauf geht. So. Und jetzt muss ich, oh, das wird jetzt ein bisschen komplexer. Wir müssen auf diese Höhe hier kommen, die uns das hier vorschreibt. So. Die Straße da unten ist jetzt so der Anchor Point für unser Terrain. Dementsprechend müssen wir hier halt jetzt einen Haufen wieder wegnehmen. Ich überlege nämlich tatsächlich auch noch einen zweiten Fußballplatz zu setzen. Wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, wir brauchen auf jeden Fall die Basketballfelder. Und wenn wir noch einen Fußballplatz nehmen, der wird so der Länge nach platziert, dann könnte ich den setzen, indem ich hier noch eine Straße, eine Gasse reinziehe. Oh ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ah, die sollte vielleicht von hier ausgehen. Bis hier. Und dann hier so entlang gehen. Und er passt gerade so nicht. Shit. Okay, das heißt, ich muss ein Element kürzer machen. So. Oh, perfekt. Okay, und jetzt brauchen wir noch Basketballplätze. Setzen wir mal zwei Stück nebeneinander und dann das Freibad habe ich jetzt total vergessen. Vielleicht einfach hier oben hin. Ja. Mal kurz gucken. Ja, das passt da doch eigentlich ganz gut hin. Okay, dann bauen wir hier halt nochmal zwei Basketballplätze hin. Ja, warum eigentlich nicht? Na, schade. Passt nichts mehr hin. Kann man vielleicht irgendwie. Ja, so ein kleiner Spielplatz. Warum nicht? Ist doch nice. So, damit wird sich jetzt der Bodenrichtwert aus diesem Eck hier komplett verändern.
Was wir auch noch machen müssen, womit ich jetzt aber auch diese Folge abschließen werde, ist, und zwar, wo haben wir es denn? Hier, mit der Eiche. Mit einem 1000er Pinsel. Und zwar die Erweiterung der Bebaumung, weil hier sieht es ja echt katastrophal aus. Das ist ja so gar nicht das, was wir hier haben wollen, ne? Deshalb setzen wir hier jetzt einmal kurz den Pinsel an. Und dann würde ich doch glatt sagen, mit diesem wunderschönen Anblick der Ölindustrie und dieses schönen, ja, Sportparks können wir uns doch eigentlich auch schon wieder verabschieden aus der heutigen Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, ne, vergesst nicht, lasst ein Like da. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst ein Abo da. Und sonst gibt es eigentlich nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!